Die Haarphysics vor allem sind gerade geil. Ihre Haare machen einfach, was sie wollen. Ethan? Vielen Dank. Fick dich. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Ohne sie wäre das, ne? Gar nicht erst machbar gewesen, you fucking dickhead. Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Oh mein Gott. Wir müssen reden. Eve. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch. Ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Hier kommt so ein gigantischer Tanker in den Sumpf. Oh, du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Das ist ein fucking Tanker. Ein Tankerschiff, ein riesen Schiff. Mami. Mami. Nee, mein Problem ist einfach, das Spiel schafft es nicht, dir auch nur einen der beiden Charaktere interessant zu machen. Mia lernst du kennen als fucking Psychopathin. Und Zoe, ja, toll, sie hilft dir dabei, das Serum herzustellen. Nach Adam Riese sollte man eigentlich sie heilen. Aber Zoe ist angeblich Bad Ending, also... Und ich hasse Bad Ending, also... Weil ich glaube, es gibt kein Achievement, wenn ich das... Ich bin ja so ein kleiner Trophäenjäger. Deswegen, sorry dafür. Seltsame Flasche, was? E-001. War E-001 nicht Oma? Mann, was wird das jetzt hier? Oh mein Gott, ich glaube, ich bin in der Filler-Arc, von der Kesu mich gewarnt hat. Oh nein, Ethan. Oh nein. Ethan. Bitte nee. Oh well. Sucks. Es gibt bislang keinen Charakter in diesem Spiel, der auch nur halbwegs interessant ist. Ich will nicht wissen, wie Mia dahin gekommen ist. Mia ist mir scheißegal. Wo hat die Taschenlampe her? Ach, meine Güte. Warum hinterfrage ich Sachen noch? Wo hat die Kant eine Taschenlampe her? Ja, denn nichts tun können? Nee, das weiß ich ganz genau. Das geht nämlich nicht. Du musst dich für einen von beiden entscheiden. Ich konnte mich auch nicht bewegen. Ich konnte nur die Kamera drehen. Kommt auch, wenn man sich dafür so entscheidet. Ah. Ah, die Naruto-Staffel. Die Flashback-Staffel. Gebe ich am liebsten. Was war das? Taschenlampe von Ethan? Bezweifle ich. Wann denn? Das Gefühl, die Frau ist noch langsamer als Ethan. Bäh. Wie die geht. In allein scheint sie gar, na, na, na. Moderne Kunst, ja. Ich würde sagen, es ist moderne Kunst. Geil, nothing. Ich weiß es. Sind alle tot? Oh nein. Was ist?
Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Drake. Ne. Komm, wir gehen hier. Ja, also was? Ich habe mir Resident 7 angesehen und wird mir von Sekunde zu Sekunde unsympathischer, nur meine Meinung. Du, mir wird das Spiel auch immer unsympathischer. Weil es ist, wie gesagt, dasselbe, wie du in jedem fucking Horrorspiel findest. Und das nicht mal wirklich gut. Es ist... Ich weiß auch nicht. Und wieso habe ich das Gefühl, dass das jetzt hier eine einzig große Stealth-Aktion wird? Und die einfach nur geschuhhornt ist, einfach so nach dem Motto, wir brauchen eine Stealth-Aktion. Das verstehe ich bei manchen Spielen sogar sowieso nicht. Entweder hast du ein Stealth-Spiel und du spielst Stealth, sprich Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite. Und Sniper Elite ist schon noch sehr großzügig, also ich meine, das ist schon mehr ein Shooter als ein Stealth-Game. Aber es hat halt sehr viele Stealth-Elemente, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es ist einfach... Ich weiß nicht, diese Stealth-Passagen in Spielen, wo nicht Stealth ausgelegt sind, meistens ist es ein einziger Albtraum. True Liste, Captain Johnny, Paul Fritzerald. Aha, Jim Stockmann. Oh, ich mag Stockmann. Stockmann ist cool. Ich hätte mehr Spaß, ein Wurstbrot zu analysieren. Oh nein. Er muss sich vor etwas erschreckt. Ja, er hat das Spiel hier gespielt. Hier von 6 hat er schon gespielt. Ich habe auch den ersten gespielt. Also, warte mal. Wie wäre es dann, wenn du nach diesem Schund einen guten Resi-Teil spielst? Ich habe fast alle Resi-Teile gespielt. Also, na, was heißt ja fast alle? Es gibt ja mittlerweile, was weiß ich, wie viele Spin-Offs und hast du nicht gesehen. Aber ich habe das Remaster vom ersten gespielt. Ich habe Resi 4, das Spiel habe ich inhaliert. 5 habe ich zweimal mit Hohl gespielt. Resi 6 habe ich zweimal mit Hohl gespielt. Darkside Chronicles habe ich mit Kesu gespielt. Noch ein Spin-off, was ich vergessen habe. Ich mein, Resident Evil 4 ist eins meiner most favorite games of all time. Also, das ist. Resi 4 ist in einer meiner Top 10 Listen. Also. Nur mal so nebenbei. Ich hoffe, das sagt aus, dass ich. Ne. Ich hoffe, das sagt aus, dass ich nicht so ein Resident Evil Hater bin. Resi Zero. Spielt Keks aktuell? Immer noch? wär eine Überlegung wert, also wahrscheinlich aber nicht in naher Zukunft. Weil hiernach möchte ich dann erstmal wieder was anderes machen. 4 ist legendär, ja. Wie gesagt, Resident Evil 4 ist in meiner Top 10 Most Loved Games ever. Ich meine, ich besitze das Spiel dreimal. Ich denke mal, das sollte eine Aussage sein. Ich habe Resident Evil 4 auf der Wii, auf dem PC und auf der PS4. Ich habe das Spiel dreimal. Das sagt so einiges, glaube ich, über mich. Alle Miraten, jetzt geht's um dich. Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Medieval 2 habe ich leider nicht. Sorry. Kann ich nicht mit dienen. Medieval 2 ist aktuell noch auf meiner Liste der Spiele, wo ich gern machen würde, aber nicht kann, weil ich es nicht hab. Lieblings-Resident Evil Film? Tatsächlich, ja. Also ich liebe die Animationsfilme. Hier, sag schnell. Degeneration, Damnation und Vendetta. Sind alles drei super Filme. Der erste davon, Degeneration, ist zwar ein bisschen... Ja, man hat so immer das Gefühl, denen ist bei der Animation halbwegs das Budget ausgegangen. Weil Leon an einigen Stellen echt rumläuft wie ein Zinssoldat. Aber ab Damnation werden die Filme richtig geil. Haltet euch bloß fern von den Realfilmen. Sagt, wir können eine Familie sein. Jesu macht es gerade vor, sie steht vor mir wie Leon in Damnation.
In Dings hier. Warte. Komm mal mit den Titeln durch den Tüdel. Yay. Oh, yay. Und eine Kiste, die ich nicht aufmachen kann, weil ich keinerlei Bewaffnung habe. Jetzt machen die hier einen auf vier. Das ist nicht deren Ernst. Ja. Ich habe vier nicht mal gespielt, aber selbst ich weiß, dass es hier mit vier jetzt gerade zusammen... Ja, das wird eine Stealth-Einheit. Oh, ja. Spaß. Stealth-Einheiten in einem Nicht-Stealth-Game. My favorite. Jo, Mensch. Warum müssen Spiele das immer machen? Na, wunderbar. That's fair. Soll ich dich mal kurz als Bedrohung anerkennen? Ich weiß ja nicht. Geh mal da rum, du gehst mal hier rum. Hier ist nichts. Ah! Ja, das ist fair. Wubi, wubi, wubi. I'm Audi. Okay, offenbar hat deren Renderdistanz aufgehört. Das ist noch so ein Punkt, der mich an diesem Spiel hier auch so richtig nervt. Du kannst vor Viechern so easy weglaufen. Das ist schon peinlich irgendwo. In Resident Evil 1 zum Beispiel, die Viecher haben dich verfolgt, bis sie dich irgendwann hatten. Naja, okay, das ist übertrieben. Aber du wusstest ganz genau, es gibt Räume, wo schlicht und ergreifend Crimson Head rumläuft oder was weiß ich nicht alles. Hi. Siehst dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Ah ja, wie diese ganze Familienscheiß. Alte Videokassette, yay, die ist auch bestimmt noch... Wird nicht funktionieren. Für viele von euch, die mit dieser altmodischen Technik hier wahrscheinlich schon gar nichts mehr anfangen können, aber da drin befindet sich ein Videoband. Und wenn dieses Videoband mit... was auch immer das hier sein soll, in Verbindung kommen wird, wird es höchstwahrscheinlich nicht lesbar sein. Aber ist ja nur meine Meinung, ne? Hey, LP Together. Was ist jetzt mit Ethan? Ist doch egal. Wen kümmert Ethan? Ethan ist ein Lachslord. Wen interessiert, was mit Ethan los ist? Rückspulen nicht vergessen. Ja, ich glaube, das war die letzte Videokassette. Kann das? Dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Machen wir da am Stream? Weiß noch nicht. Mal gucken. Aber das oh nein, meine nicht vorhandene Wunde. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Ja, richtig, du hast Schuld. Go die. Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Brick's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Oh, nee. Ich. Oh, nee, wirklich. Oh Mann. Dieses Spiel, ey. Abteilung Spezialteam der Forschung Mia Winters. Ah, hier hieß sie also noch Winters, oder ist es eine andere Mia, was ich bezweifle.
Wegen hohes Risiko nahe, dass Evelyn sich in eigene Gewalt verbleiben und unseren Gegnern gestohlen wird. Aha. Die Befehle lauten deshalb Evelyn sich in Verwahrung bis zum Weiteren. Also, just fucking dispose of it. Ihr tut ja gerade so, als ob ihr fucking Moral hättet oder so. Das Transport der folgenden Anweisung befolgen, fallen sie an den Eltern Evelyn. Verdächtigen zu vermeiden, kontrollieren sie Evelyn Zustand. Durch die Mission in euch scheitern nicht, Evelyn zu beseitigen. Cool. Kommen wir irgendwann nochmal zu dem Punkt. Schönes Bett, by the way. Das ist derselbe Scheiß. Oh, eine fucking MG. Maschinengewehr. Oh, warum nicht, ne? Von der anderen Seite verschlossen. It's like I'm playing Bloodborne all over again. Was ist denn da? Ah. Ich wollte gerade sagen, kann ich in der Zeit nichts annehmen? Oh Mann, wirklich? Es ist genau... Warte mal. Das ist schon... Alter. Also. Oh boy. Oh nein. Sie übergibt sich. Ich bin ja kein Experte, aber das sieht nicht nach Harbornem aus. Sie zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Darf ich mal kurz noch mal was hinzufügen? Wir haben eine Uhr, die nicht nur schlicht und ergreifend den ganzen Scheiß von Evelyn messen kann. Nein, sie kann auch telefonieren. Das ist also irgendwie eine iWatch oder... Ihr wisst schon, was ich meine. Hi. Cool, habe ich hier einen neuen P-Shooter oder was? Okay, letzteres war ein bisschen unnötig, aber meine Güte. Okay. Shit, mein Zeug hat aufgehört zu wirken. Macht nichts, ich habe wieder neue Pillen. Ich kann mir neue Drogen einwerfen. Wer ist Evelyn? Ach, das ist ja das Mädchen, wo das andere Mädchen aus 4 kopieren soll. Ich meine, ich habe nicht mal eine Ahnung, wer was in 4 ist. Ich habe 4 nie gespielt. Ah, mehr Pampe. Hm? War da? Hier irgendwas? Ach, hinaufklettern kann ich da. Hm, okay. Ich meine wirklich, ich habe nie 4 gespielt, also... Mein Interesse an Evelyn zeigt sich dementsprechend mau. Ist das der Filler-Arc, von dem du geredet hast? Wir sind in Filler City, die Freude, sie kennt keine Grenzen. Drück den Knopf, du blöde Nuss. Was willst du? So, Schnauze. Drecksteil. Das Kartoffelmonster, ey. Kann doch nicht wahr sein hier. Boah, ey. Geh mir aus der Pelle, du dreckiger Kartoffellord. Meine Fresse, ey. Wieso pisst mich einfach nur an, ey. Die ganze Scheiße einfach nicht funktioniert, wenn wirklich ein Fehler nach dem anderen kommt. Oh,
wirklich. Maul halten. So. Jetzt benutzen wir Automatik. Sack dicht hier. Ah, das neue Kartoffelmonster ist da. Ich höre es doch jetzt schon. Kommst du um die Ecke oder? Ach ne, du bist da oben. Weißt du, es könnte ja ein Problem zur Zeit. Nö, kommst du mal auf einmal. Weißt du, dann will sie auf einmal deinen Scheiß Avas nicht mehr einkriegen. Deinstallier den Scheiß. Komm, gib mir mal irgendwas, was Spaß macht. Das war die Tür. Ich dachte, dahinter ist schon wieder so ein Goop-Monster. Ätzmittel? Was will ich jetzt mit Ätzmittel? Bombe mit Fett. Wo habe ich denn die her? Ach, egal. Aha. Wir ätzen die Schlösser jetzt. Okay. Bist du böse auf mich, Mami? Halt die Fresse. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Hast du mal gedacht, dein PC zu tunen? Mit welchem Geld? Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Ivy. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Ivy? Das klingt wie ein Pokémon. Dieses Kind Eevee zu nennen. Ich habe immer das Gefühl, du redest mit einem fucking Pokémon. Apropos weggelaufen, wie wär's, wenn du selber mal läufst? Geht's dir gut? Mach du dir Sorgen, wie du endlich zurückbekommst. Das Spiel ist so hart geskriptet, ey. Kannst du mal durch eine Tür gehen, während du mit jemandem quatscht? Off. You dead? Ja, du lebst ja immer noch. Bei Regenerados hat das funktioniert, was ihr hier treibt, aber bei euch funktioniert es überhaupt nicht. Ihr seid immer ansatzweise scary genug, um so einen Scheiß abziehen zu dürfen. Nur mal so nebenbei. Okay, da. Ja gut, muss ich wohl. Oh geil, mehr Bomben. Mehr Beizer Dasto. Gucken, ob ich die überhaupt benutzen werde. Ob ich die? Ach, da. Kann die nur hinlegen, oder was? Offenbar kann ich gar nichts damit machen. Schön, offenbar kann ich mit der Bombe überhaupt nichts machen. Achso, ich muss hier auf dem Bo. Wow, wirklich. Oh Mann, oh Mann. Ich hab keinen. Sodele. Gieß mal drüber. Goop Juice funktioniert in der Dimension hier offenbar genauso gut. Vor allem, es gibt hier denselben Goop Juice, den Ethan hat.
cool, ich nehme dadurch nicht mal wirklich Schaden, ist ja noch interessanter. Jetzt habe ich Bomben, die ich da hinlegen kann, die mir aber nicht wirklich viel Schaden drücken. Vor allem, das ist ja so jetzt nochmal eine interessantere Sache. Ich musste mir ja schon Kommentare anhören von wegen, ja, bei Ethan funktioniert der Goop-Juice, weil der infiziert ist. Zwar nur leicht, aber das erhöht die Regeneration und hast du nicht gesehen. Warum funktioniert es jetzt also bei mir? Warum funktioniert... Ist sie auch infiziert jetzt schon? Ist sie jetzt auch schon infiziert? Oder... Sind alle jetzt automatisch infiziert? Ist das jetzt so die Standardentschuldigung? Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Mhm. Work, work. Naja, was ich viel interessanter finde, ist, das, was wir jetzt hier, das Ganze, was wir jetzt hier... Oh, cool, er ist weg. Das Ganze, was wir jetzt hier machen, endet aus irgendeinem Grund auf einer fucking Videokassette. Ja, mir ist noch nicht infiziert, also ist eigentlich das Argument totally Bullshit. Sorry, aber das Spiel will ja unbedingt, dass man alles... Das sind so Sachen, da musst du nicht mal ins Detail gehen, um zu merken, dass das Bullshit ist. Dass sie sich die Scheiße aus dem Arsch ziehen. Oh fuck. Der ist tot. Mensch, lass das doch. Dann lass mich meine Frage nochmal wiederholen. Wie endet das auf einer Videokassette? Ich meine, nenn mich altmodisch, aber ne? In der Regel sind solche Dateien mit so einer Dashcam... Das dauert ein bisschen, bis du das auf einer Videokassette hast. Und warum solltest du es auf einer fucking Videokassette packen? Selbst wenn es eine Dashcam ist. Ich bitte dich, das sind einfach so simple Sachen, wo du nicht mal hinterfragen musst, wo einfach schon von sich aus einfach keinen Sinn machen. Wie bist du hergekommen? Do I care? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Gute Frage, ich passe. Dankeschön. Ich meine, sorry, aber das sind wirklich so offensichtliche Sachen, wo du nicht viel hinterfragen musst. Das kleine Mischstück. Nee, hat sie. Okay, warte. Ivy, nein, Ivy, Ivy! Alan, hörst du? Ich hab's nicht so gemeint. Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Ivy, ich will lieber einen Blitzer. Die letzte Taco-Nacht. Hör jetzt auf! Für ihn ist Steak Night nicht so eine geile Zeit. Es gibt Videospiele, die keinen Sinn haben oder machen. Wirklich? Nicht dein Ernst! Ich dachte, Final Fantasy beruht auf einer wahren Begebenheit. Nicht dein Ernst. Alter, wow. Mind blown. Jetzt bin ich infiziert. Jetzt müsste doch Goop Juice funktionieren. Achso, guck mal, jetzt wissen wir auch, wann sie das gemacht hat.
Jetzt wäre Goop Juice was Tolles. Erstmal auf mein Video. Oder YouTube. Wie praktisch, dass genau das gerade offen war, ne? Convenient. Ich hab euch gesagt, wenn ich über dieses Spiel rede, es wird nicht schön. Ich hab's gesagt. Such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Dann. Hab ein gutes Leben. Ich meine, das ist sowieso das Problem. Wenn ich mit dem Spiel hier durch bin, werde ich mich an keinen von diesen Personen erinnern. Nur im Negativen. Ich werde vergessen, wie ihr heißt, wie ihr aussaht, was eure Charakter war. Ich meine, sofern ihr Charakter habt oder so, ne? Ich meine. Wir werden für immer zusammen sein. Yay. Den Plot haben wir überhaupt nicht aus Spiel abgeguckt oder so. Ich habe das Gefühl, ich stecke euch an mit meinem Nitpicking. Ist es nur Nitpicking? Ich weiß es nicht. Mittlerweile bin ich mir unsicher. Weil Nitpicking ist ja wirklich, wenn du danach suchst, aber sorry, das sind Sachen, die mir einfach vor die Nase geschmissen werden. Das Spiel bittet mich geradezu darum, das anzusprechen. Erinnerst du dich jetzt? Und guckt euch ja. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein wie vorher? Nein, schlimmere Spiele, als wir sie... Meine Güte. Natürlich gibt es schlimmere Spiele. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Welchen Fünfjährigen willst du damit erschrecken? Wieder, das funktioniert, wenn du ein VR-Headset auf dem Kopf hast. Wubi-wubi-wubi-wub. Warte mal. Ups, hier ist er doch. Haben wir einen neuen Virus, der wie einmal nur schlechter ist, so nett war. Okay, hey, Ach, schau mal. Hopp, dip, hopp, dip, hopp, dip, hopp, hopp, dip, hopp, dip, hopp, hopp, dip, hopp, dip, hopp. Ich meine, damals, als ich gesagt habe, boah, wie wäre es, wenn wir Resident Evil 7 machen? Aber ich werde nicht unbedingt nett zu dem Spiel sein. Das wird ein Resident Evil 7. Da haben alle geschrien, ja, mach. Also von daher, don't stop me now. Nicht erst anfangen zu lutschen und dann hier sagen, nee, jetzt aber nicht mehr. Der Rest des Deals, okay, sorry. Da bin ich jetzt gerade echt abgedriftet. Vielleicht funktioniert er noch. Auf einem Tanker, der kein Dings hat. Eigentlich keinen Strom haben dürfte. Ethan. Fehlt ihm wieder sein Ärmchen? Hoffentlich schaffe ich es noch. Ich glaube, ihm fehlt schon wieder sein Ärmchen. Ah ne, doch, da ist es. Die Uhr, das sah nur so aus. Ich hab gedacht, ihm fehlt schon wieder sein... Leg eine Hand! Hör auf, Evelyn! Aha, joke's on you. I'm... infected again. Bin ich jetzt noch... Ich dachte, ich bin jetzt... Ich dachte, sie ist jetzt geheilt. Ich mein, hä? Hieß es nicht von wegen, sie ist jetzt geheilt und so? Wegen Serum und alles? Vor allem Notstrom. Das Einzige, was funktioniert, ist, der eine PC. Schlüssel oder ist das... Oh. Das
Das sieht irgendwie aus wie das Gewehr, was wir vorhin hatten, nur irgendwie epischer. Aber es ist genau dasselbe, also. Aber ohne Schlüssel, lass mich raten. Kann ja nicht verwendet werden, but of course. Hoppa! Immerhin hat sie stabilere Knie als der Typ aus Sniper Elite. Das muss man ihr mal lassen. Worgi, worgi. Ach, shit. Sicherung fehlt. Der Kabel komplett durchgeschmort. Werden zwar Ersatzkabel, muss Fangstation F3, aber der muss Waddle danach fragen. Oh, Maschinenraum Nummer 2, okay. Okay. Wann haben die das gemacht? Ich meine. Sekunde mal kurz. Mal ganz kurz. Das fällt mir jetzt gerade mal so nebenbei auf. Wir hatten ja jetzt eben gerade das Flashback, ne? Und das Flashback endete damit, dass alles bumm macht. Richtig? Wer also hat diese Notiz da in den Aufzug geklebt? Also ja, mit Raccoon City leiden die Überlebenden immer noch. Das erste Mal, wo wir das jetzt spielen, dass das Spiel was mit Resident Evil zu tun hat. Diese Zeitschrift hier. Das erste Mal, dass das Spiel mit Resident Evil zu tun hat. Lässt sich nicht öffnen. Das hat auch was mit diesen Bildern hier zu tun. Das ist alles mit den Bildern verkabelt. Hm? Ah. Wow. Ups, das war sogar schon richtig. Nennen wir es Rätsel. Hier ist ekelhaftes Braun unten. Was habe ich denn nicht richtig? Das Ding ist richtig. Ich meine, ich kann die Dinger nur drehen. So? Ah. Rätsel. Bei allem Respekt, aber Rätsel? Wo? Ja, ich glaube, ich mache mir es gerade hier schwerer, als es sein soll. Weil normalerweise hätte ich mir ja doch die Knarre holen können. Nur ich habe die ganze Zeit vergessen, wo sie ist. Ich bin also gerade mal wieder so ein richtiges Genie. Oh nee, nicht so ein Dicky. Oh nee, wirklich. Ich hoffe, die Bomben machen genug Schaden. Hm. Who knows, who needs boundaries? Gut, dass... Ah ja, ganz vergessen. Die machen ja sowas. Ganz vergessen. Nochmal wieder ein Ätzmittel. Kriegt man hier so sehr hinterhergeschmissen, dass es schon fast gar nicht not tut. Meine Güte, nimm doch einfach das Kabel. So, jetzt können wir den Fahrstuhl wieder in Gang bringen. Ich hab also den... Oh fucking hell. Nö! Hey Darkseid! Hat das jetzt wirklich funktioniert? Hat wirklich funktioniert. Ach guck mal. Einfach die Tür zugemacht. Oh. Probleme wurden soeben gelöst. Steht er da noch? Ich glaube, der macht jetzt mir die Tür immer
Alter, der Arsch! Der macht mir über die Tür zu! Du Sackgesicht! He dead. Weil Resi 6 hatte mir so diesen... Hatte dann nachher diesen... Es ist so schlecht, aber es macht dann schon wieder irgendwo Spaß, wenn du das mit einem Freund zusammenspielst. Diesen Faktor, wisst ihr? Das hier hingegen... Es hat mehr so einen Faktor. Es ist so ein... So, warte mal. Wo sollte ich jetzt hin? Jetzt. Nee. Eins, doch. Oder? Nee, warte. Hier geht's komplett... Wow, okay. Was ist 4? 4 ist da. Das ist so Blödsinn. Das ist genauso Blödsinn. Das ist genauso Blödsinn. Wartungsraum. Ja, F1 wäre noch eine Idee. Nein, 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 nein! Hat dir auch Spiel Chris-Kampagne mehr gefallen? Selbst die Chris-Kampagne hat mir mehr gefallen, ja. Weil das Schießen war einfach... Hat wenigstens Spaß gemacht. In Resi 7. Resi 6 meine ich. Hier ist es... Es ist da. Versteht ihr, was ich meine? Hier auf Sachen zu schießen, ist so unglaublich unbefriedigend. Es ist so ein... Ach, guck mal. Eine Pistole. Es ist einfach so unglaublich unbefriedigend, hier auf Sachen zu schießen, weil alles denselben das Kartoffelfeeling hat. Ich bin jemand, ich beurteile ein Spiel sehr oft nach Gamefeel. Und Gamefeel ist so eine Sache, das kannst du schwer beschreiben. Und, aber es ist einfach da. So zum Beispiel, Resi 4 jetzt. Gehen wir mal auf Resi 4. Nur um das jetzt mal als Beispiel anzunehmen. Resi 4 hat verdammt gutes Gamefeel. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn du auf den Kopf schießt von den Viechern, es fühlt sich so unglaublich gut an, wenn du denn einen Crit triffst und das Geräusch und wie es aussieht, wenn du den Kopf triffst, also wenn es denn wirklich so überall hinsplattert, es fühlt sich einfach verdammt gut an. Jeder, der von euch Resi 4 gespielt hat, seid mal ganz ehrlich, wie fucking gut fühlt es sich an, in Resident Evil 4 einen Crit zu landen, einen Headshot zu landen. Sei es mit der Sniper, sei es mit dem... Mit der, sag schnell... mit irgendeiner Waffe, selbst mit der normalen Pistole machst du ja nachher Crits bis zum Abwinken. Resi 5 genauso. Du triffst den Kopf und auf einmal splattert es überall hin und es fühlt sich einfach gut an. Du hast dieses Gefühl, dass du was vernünftig getroffen hast, dass du etwas angerichtet hast. Hier, die Dinger zersplattern in Goop. Da ist nichts Befriedigendes dran. Mal davon abgesehen, dass ich dieselben Viecher jetzt schon seit wie vielen Stunden bekämpfe? Klar könnte man das Ganze auch bei Resi 4 und 5 und 6 anbringen. Von wegen, es sind immer nur dieselben Viecher und hast du nicht gesehen. Aber selbst da hatten die noch Unterschiede. In Resi 4 hatte jeder Dorfbewohner eine andere Bewaffnung. Der sah anders aus. Klar, es gab eine vorgefertigte Anzahl von Presets für Resident Evil 4 Zombies. Klar. Muss es immer geben. Ich meine, du kannst nicht jeden Dorfbewohner einzeln einstellen. Das ist, ne? Bisschen hart, unrealistisch. Aber ihr versteht, glaube ich, meinen Punkt. Und selbst in 5 gab es nachher noch eine riesige Ansammlung von Gegnern. Gab es nachher Licker. Es gab die mit der Maschinenpistole, mit der Chaingun. Es gab so viele. Und hier, du hast Kartoffelmonster. Du hast Kartoffelmonster mit Klinge. Du hast Kartoffelmonster, wozu es viel der Exorzist geguckt hat. Und die Bakers. Die sind noch mit die interessantesten, aber auch dann wieder tun sie ihren Job einfach schlecht, weil sie einfach immer einer nach dem anderen dich überfallen wollen. Und das Ganze so geskriptet ja leider. Dass da auch irgendwo der Spaß bei verloren geht.
Du dead? Jo. Mein Jack ist die ganze Zeit nur aufgetaucht, wenn du im Haus warst. Resi 7 spielt ja in der Timeline, soweit man es mir gesagt hat, auch nach allem. Nach Resi 6. Also von daher, es ist in der Timeline am Ende. By the way, was will ich jetzt eigentlich hier? Das soll ein... Was? Mal die Leute von 4 mit den Bakers. Ja! Moment, wie meinst du das jetzt, die Leute aus 4 mit den Bakers? Ich meine, allein die Gegner. Allein die Gegner in 4. Warte mal, wie geht's mir eigentlich gerade? Ach, kann ich nicht sehen. Gut, good news. Ich meine, klar, der normale Gegner in Resident Evil 4, das war so dein Standard-Over-the-Mill-Dorfbewohner. Aber selbst die hatten jetzt schon mehr Variationen als Goop-Monster hier. Davon mal abgesehen. Und dann die Garados, die Regenerados, die hier... Ich habe gerade vergessen, wie die Ameisenviecher hießen. Die Unsichtbaren, ihr wisst, welche ich meine. Ich gehe noch mal kurz, ja? Sekunde. Ich komme gleich wieder. Weil hier ist ein Gepäckraum. Ich gehe einfach. Saddler, Salazar und Co. Ja, allein die Minibosse. Allein die Minibosse. Krauser, ja. Es gab so viel Variation einfach. Und hier hast du Kartoffelmonster. Die sich alle gefühlt... Was ist deren aller Strategie? Sorry, ich muss das jetzt mal kurz unterbrechen, sonst werde ich das nicht los. Und sonst habe ich das Gefühl, schnacke ich gleich in Plotpoints rein. Wirklich, was ist deren fucking Strategie? Auf dich zurennen und zuhauen. Was ist deine Counterstrategie dagegen? Du gehst zurück und schießt. The end. Ist nicht viel bei. In Resident Evil 4 gab es so viele Gegner, wo du umdenken musstest, wo du anders reagieren musstest, um nicht zu sterben. Wenn Salvador dir zu nahe gekommen ist, dann musstest du auf den Punkt entscheiden. Scheiße, schieße ich jetzt nochmal oder renn ich weg? Renn ich weg oder gehe ich risky und schieß? In der Hoffnung, dass ich treffe und ihn staggern kann. Allein das geht hier schon aus dem Fenster, weil du dich konstant bewegen kannst und schießen kannst. Ist komplett relevant. Deswegen ist die gesamte Tension raus. Dieser Moment, wenn Salvador vor dir steht und du diesen Moment, wenn du in diesem Bruchteil einer Sekunde entscheidest, ob du schießt oder abhaust und er schon anfängt zu schwingen, das ist Nervenkitzel. Das ist gutes Design. Weil das ist dann tatsächlich dieser Moment, wo du denkst, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Und wenn er dann nämlich struggelt, dann denkst du dir, yes, instant payoff. Dann ist instant payoff und dann denkst du, yes, I did this. Ich hab das gerade gemacht. Die Minibosse, die Garados, Alter. Ne, Alter, allein die, wenn ich jetzt allein über die rede. Allein die sind gut designed. Zu Anfang, easy. Du merkst, der ist blind, cool, der hört auf sein Gehör. Es sind Glocken im Raum. Später wird's anders benutzt, wo dann noch andere Gegner im Raum sind, um die du dich kümmern musst. Während zwei davon im Raum sind, auf dich zurennen. Oder halt nur einer, wenn du auf Easy spielst, je nachdem. Allein das! Oh, meine Güte, ich darf das nicht so... Oh. Selbst 5 hatte das noch mit den Lickern. Selbst die Licker hatten irgendwo mehr Gedanken. Was ist hier der Sinn? Der einzig andere Gegner, den ich bislang hatte, war dieser Fetti, weil er dich ankotzt. Die Käfer zähle ich nicht mal als Gegner, das sind fucking Käfer. Also von daher, sorry, aber das ist somit das meiste, was mich in diesem Spiel hier aufregt. Diese unglaublich langweilige Gegnervariation. Und die Bakers sind denn meistens nicht mal mehr, sie sind einfach nur Chaser. Die verfolgen dich für ein bisschen, dann schießt ihnen vielleicht mal ein paar Mal in den Kopf, dann liegen sie ein bisschen da. Das ist gut. Margaret kannst du ja nicht mal, mit Lucas hast du dich nicht mal angelegt, wirklich. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Mir auch relativ Wurst, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, der war sowieso irgendwo, ist genauso ein Psychopath wie alle anderen. Oma teleportiert sich sowieso, wie sie lieb ist, und sonst hat die Familie ja niemanden mehr.
Von daher. Und auch deren Strategie. Sie rennen auf dich zu und fügen dir Schaden zu. Tut mir leid, also das ist wirklich so mein allergrößter Knackpunkt in diesem Spiel. Diese Gegner. Diese langweiligen Gegner. Ich muss sie loswerden, sorry. Und Karma, vielen Dank für deine 10-Euro-Spende. Tut mir echt leid, dass ich euch hier so vollsülze mit dem Kram, aber ich will nicht behaupten, dass ich Ahnung von Game Design habe. Weil for fuck's sake, ich habe sowas nicht studiert, aber ich habe schon mehr als ein Spiel in meinem Leben gespielt, also. Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Marguerite. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Nochmal sorry. Nochmal ganz kurz unterbrechen. Wäre sowas hier am Anfang des Spiels gewesen, hätte das Spiel viel mehr Einrollzeit gehabt. Ich meine, stellt euch das mal so vor. Stellt euch das vor, das Tutorial wäre so, dass es wäre einfach nur ein Wochenende bei Familie Baker. Und Daddy sagt sich, hier, ich nehme dich mal mit auf den Schießstand, ich bring dir Schießen bei. Guck mal, du hast ein integriertes Tutorial, jetzt nur mal so blöd gesponnen. Und du würdest ihn so sehen, so wie er jetzt ist, menschlich. Und auf einmal bist du dann in dieser Szene, wo er dich jagt und umbringen will. Meine Güte, der Konflikt, den du dann hättest in diesem Spiel, es wäre um so vieles besser, die Charaktere wären um so vieles interessanter. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ja. Sorry. Befreie meine Familie. Bitte. Dieses Gespräch hätte ich vor Stunden gebraucht. Karma. Das, Shadow, wäre gutes Game Design gewesen. Ja, weil du dich dann tatsächlich für diese Leute interessiert hattest. Du hättest dich tatsächlich für die Bakers interessiert. Du hättest ihnen nichts tun wollen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mama. Kalte Hände, ey. Erinnerst du dich? Wo muss ich das DLC spielen? Das ist viel zu spät. Sowas muss vorher passieren. Ich muss vorher eine Verbindung mit den Charakteren aufbauen können. Nicht danach. Nicht, wenn Margaret und fucking Jack tot sind. Wir haben keine Zeit. Du musst hier raus und sie finden. Hier, nimm das. Was? Was? Was machst du da? Was machst du da? Rette dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich ihr nicht mehr lange widersetzen. Nein. Was willst du machen? Will nochmal den Arm absägen? Nein. Nein. Mia! Nein! Eben erst recht nicht als DLC. Also...
Ach, guck mal, mein ganzes Zeug ist weg. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Mensch. Ja, hat sich richtig gelohnt, die Frau zu retten. Ja, Mensch, also... Das Serum herzustellen... Was? Ist alles deine Schuld. Ach, ja, ja, ja. Das höre ich andauernd. Nee, Schusch, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Like oder einen Kommentar. Je nachdem, was euch lieber ist. Würde mir sehr helfen. Und alle wichtigen Infos, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu diesem Kanal, findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.